Ich bin Florian. Ich mache den echte Papas Podcast und bin Papa eines Sohnes. Und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas. Guck mal. Okay. Ja, gut, das war jetzt keine Technik. Also das war jetzt nicht Technik, das war wirklich echt. Das war fast Beatboxen, ne? Oder? Ja, oder so ein bisschen noch. Früher hätte man gesagt Sprung in der Platte, aber wir müssen Marco weiß noch, ja keiner mehr, was eine Platte ist. Ja, wir müssen Martin noch dazu geben, dass das so sein sollte. Genau, das war so gewollt. Gut. Genauso gewollt ist, Flo, wir machen es hier mal kurz und bündig, immer eine Einstiegsfrage. Bevor wir zu unserem Gast kommen, heute darf ich sie mal stellen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, irgendwie, du hast ja sicher auch gelesen, in den Medien geht immer wieder so rum, dass Jungs das neue schwache Geschlecht sind. Ne? Die sind irgendwie schlechter in der Schule, sie sind unkonzentrierter, irgendwie hacken alle auf die Jungs rum. Und du hast ja jetzt auch einen Sohn. 5, also noch sehr jung, aber kannst du das bestätigen eigentlich schon? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das gesellschaftlicher Konsens, einem Geschlecht eine bestimmte Form der Bewertung hinzuzufügen, ob man schwach oder stark oder keine Ahnung. Also ich kann's weder noch bestätigen oder beides bestätigen. Also ich weiß, dass er stark ist in seinen Momenten und er hat aber auch schwache Momente. So, und also ich definiere schwach mit er hat halt auch mal seine Traurigkeit. Mhm. So. Was ja aber auch gut ist, haben wir ja alle irgendwie. Genau, ne? Genau. Mhm. Und stark sind seine Momente dann, wenn er zum Beispiel Erfolgserlebnisse hatte oder hat. Und wenn er einfach eher selbst ist und durch die Gegend turnt und so unbändig ist, dass sehr unbändig ist. Und insofern, also ich glaube aber, das, was du meinst mit dem starken und schwachen Geschlecht, ist immer dieses stark in Form von Kraft oder sowas, oder? Ja, nee, auch so im Sinne von benachteiligt. Aber du, dafür haben wir heute einen Experten im Podcast, nämlich den Anton Wieser. Der ist Kinder- und Jugendcoach und arbeitet ganz, ganz viel mit Jungs. Und cool. Ich glaube, den fragen wir jetzt einfach nochmal die gleiche Frage. Und dann gucken wir mal, was kommt. Also, hallo Anton, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Anton. Ja, Anton, schön, dass du da bist heute bei dem Flo und bei mir. Und wir legen gleich mal los. Du bietest ja Erlebnisreisen für Väter und ihre Söhne an. Also relativ häufig. Was ist das Ziel dieser Urlaube? Oder kann man es überhaupt Urlaub nennen? Oder ist es hat es einen tieferen Sinn? Es hat wahrscheinlich einen tieferen Sinn, oder? Man kann es Urlaub nennen und es hat einen tieferen Sinn. Ich würde sagen, also um die Frage zu beantworten, vielleicht eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich einen Teilnehmer, der schon seit 5 Jahren regelmäßig in die Camps kommt. Der hat 2 Söhne und eine Tochter und kommt mit den Jungs dann tatsächlich jedes Jahr getrennt voneinander, also die 2 Jungs dann getrennt in die Camps, in die Abenteuer. Und ich habe ihn mal gefragt, so als Stammgast, sag mal, Timo, warum kommst du so häufig? Und so. Und dann sagt er, ja, das Ganze hat vor 5 Jahren circa den Anfang genommen, als er sich bewusst wurde, dass es einfach notwendig ist, dass Väter und Söhne abseits vom Alltag auch mal qualitativ hochwertige Zeit verbringen. Und dann hat er sich umgeschaut, so in diversen, hat ein bisschen recherchiert im Internet und so und hat geschaut, okay, so Rundreise Skandinavien oder eine Woche Mallorca oder auf der AIDA oder irgendwas. Und 2 Fragen waren ihm einfach, oder 2 Dinge waren ihm sehr wichtig in der Auswahl. Zum einen, wer ist da alles dabei? Ne? Wird mein Sohn Freunde finden? Sind das in etwa, haben wir gleiche Interessen? Und das zweite ist, was mache ich denn die ganze Zeit mit den Jungs? Ja? Klar, ich meine, in Mallorca im Strand liegen ist zwar schön, aber nach 2 Tagen, wenn man dann beim Abendessen sitzt und sich dann der Sohn nichts mehr zu erzählen hat und dann anfängt wieder zu daddeln oder zu zocken wie zu Hause, dann macht das halt nicht so viel Spaß. Und das ist eben das, was wir bieten. Wir bieten echte
super Abenteuer jeden Tag, andere Abenteuer, voller Spannung, voller Spaß. Und wie nebenbei bieten wir eben oder vermitteln wir Infos und Tipps, wie die Väter praktisch die Beziehung zu ihren Söhnen verstärken können. Ja? Und es ist kein Workshop oder kein Seminar, sondern es sind wahre Abenteuer für Herz und Hirn. Ja? Und die Kids sind in etwa gleichaltrig. Ja? Und es ist auch vom Geschlecht her homogen. Das sind immer Jungs oder immer Mädchen mit ihrem jeweiligen Elternteil. Und so finden die auch ganz schnell Freunde dann. Ne? Und die Väter haben dann einfach gleichgesinnte Menschen, mit denen sie sich über ähnliche Probleme austauschen können. Mhm. Ja. Wobei ich muss einmal nachhaken, du hast aber mit Jungs-Camps angefangen. Ne? Also die Mädchen hast du jetzt erst neu dazu bekommen, oder? Ich habe mit Jungs-Camps angefangen, genau. Und die Mädchen sind dazugekommen, weil ich eine Tochter habe. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und mein Sohn, der Max, der durfte immer mit auf die Camps, auf die Vater-Sohn-Camps. Und meine Tochter hat dann irgendwann mal gesagt, hey, Daddy, darf ich auch mal mit? Und dann so wurden die Vater-Tochter-Camps geboren. Ja, und es gibt auch Mutter-Sohn. Gerade für alleinerziehende Mütter ist das wichtig, einfach herauszufinden, okay, hey, warum ist mein Sohn so, wie er ist? Wie tickt er? Und da tun sich Frauen, können sich da recht schwer tun, sich in ein männliches Wesen, vor allem dann in der Pubertät, hineinzufühlen. Und deshalb bieten wir auch Mutter-Sohn-Abenteuer an. Andersrum ist es ja genauso, oder? Andersrum ist es absolut. Da würde auch meine nächste Frage eigentlich in die Richtung zielen. Marco, die kannst du wahrscheinlich eigentlich eher auch für dich beantworten, aber ich stelle dir mal die Antwort. Haben Väter generell eine andere Beziehung zu ihren Söhnen als zu ihren Töchtern? Weil ich habe als Hintergrund, ich habe einen Sohn, 5 Jahre, keine Tochter. Das heißt, also für mich ist das wirklich jetzt mal so sehr spannend herauszufinden, wie da die Unterschiede sind. Okay, also ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Marco, aber ich sehe halt bei meinem Sohn und bei meiner Tochter, dass die einfach schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Also wenn vor ein paar Tagen kam mein Sohn runter, ich dachte, Lilly, meine Tochter hätte ihn als Klobürste missbraucht, so eine Frisur hatte der in der Früh. Und da haben wir gesehen, okay, es ist Zeit für einen Friseur. Und ich sage, hey Max, es wäre cool, wenn du jetzt mal kurz vor der Schule einfach deine Haare richtest, ne? dass du sie zähmst. Und dann bringe ich den Max zur Schule, der geht so 10 Kilometer entfernt in die Schule. Und dann komme ich nach Hause und die Lilly ist ein bisschen später dran. Und dann komme ich bei der Tür rein und dann höre ich, Daddy, ich brauche mal deinen Rat. Und ich so, okay, alles klar, gehe die Treppe rauf. Dann steht sie da mit perfekt gestylten Haaren und vorne so 2 Zöpfchen über die Stirn. Und dann fragt sie mich, ob sie die Zöpfchen besser sind, wenn sie nach unten hängen oder wenn sie sie nach hinten packt. Also das ist schon mal ein Unterschied, sage ich mal. Und sie... Ich finde auch, sie kommen. Also die Haarlänge ist schon mal, die Zöpfchen sind auf jeden Fall in dem Fall. Also so viel Unterschied ist bei der Haarlänge gar nicht. Anscheinend nicht. Nee, und aber sie kommen auch anders auf die Welt. Ne? Also das ist das. Wobei tatsächlich, ich denke so, also ich habe ja auch einen Jungen und ein Mädchen und die sind auch sehr unterschiedlich, aber ich glaube auch, selbst wenn ich 2 Söhne hätte, wären die auch wieder total unterschiedlich, oder? Also unabhängig vom Geschlecht ist es wahrscheinlich so, dass jeder dann doch eine andere Ansprache braucht und eine andere Herausforderung hat. Also ich denke ja schon, dass das Unterschiede natürlich in der Persönlichkeit sind. Ne? Dafür sind wir ja Individuen. Ich denke aber sicherlich gibt es da nochmal gerade was Mädchen und Jungs betrifft, nochmal auch irgendwo ganz bestimmte Unterschiede. Ich glaube auch, wir als Väter gehen mit Mädchen auch anders um. Wir sind da ein bisschen zarter, ein bisschen feinfühliger. Und ich glaube, dass man mit Jungs einfach auch, mein Sohn fordert das auch mal raufen und so. Das will meine Tochter nicht. Und es gibt ja auch Studien aus der USA, oder die Vera Birkenbiel hat das auch ganz schön beschrieben, wie dass Jungs einfach auch schlechter hören.
und dass die einfach auch zielstrebiger sind, wenn's fokussierter auf bestimmte einzelne Punkte konzentriert, ne? Und dass sie, es gibt so, ich habe ein Seminar gehalten in einem Familienhotel, ganz weit oben am Berg, da war Winter und ich war so ganz gemütlich beim Frühstücken und plötzlich merke ich, wie der Boden so vibriert, ganz leicht, und dann schaue ich so beim Fenster raus und dann ist da eine unfassbar riesengroße Schneekanone, ne? Also die war sowas von mega riesig und die hat da diese 50 Zentimeter Neuschnee von der Terrasse weggepustet. Also ich habe mir gedacht, okay, der Schnee fliegt bis zum Mond. Und das hat nicht lange gedauert. Dann hat man so aus allen Ecken die Jungs gesehen, die Mädchen nicht, ne? So angefangen hat es mit so einem 8-9-Jährigen, der dann plötzlich vom Tisch aufsprang und da an das Fenster lief, quer durch die Leute durch, die da am Buffet standen. Und schon kam eine ganze Traube hinterher, alles Jungs. Ja? Und dann klebten die so an der Scheibe und haben diesem Schneemonstrum zugeschaut. Komplett fasziniert, Mütter hinterher, dann hieß es, Jonas, Tobias, Florian, was weiß ich, wie die Jungs alle hießen, da hat sich keiner umgedreht, und die Mütter dann so, der hört einfach nicht, ja? Und ich bin davon überzeugt, dass die tatsächlich nicht gehört haben, dass das einfach im Gehirn ausgeblendet wurde, dass die einfach so fokussiert auf diese, ich fand sie auch geil, diese Schneefräse waren, dass die ihre Mütter gar nicht gehört haben. Und bei Mädchen wäre das mit Sicherheit anders. Man weiß ja auch, dass Jungs als Baby schon, wenn die Mutter denen ins Gesicht schaut, dass das viel weniger interessant ist als das Mobile, das hinter der Mutter hängt. Und dass sie dann einfach vorbeischauen, weil die einfach objektorientiert sind. Und wenn sie schlechter hören, dann wird natürlich die Mutter auch lauter reden mit dem Sohn als mit der Tochter. Und schon, wenn das schon am Beginn, sage ich jetzt mal als Baby schon so ist, dann ist es klar, dass die Beziehung sich dann, wenn die schon anders startet, dass die sich auch anders entwickelt. Ja. Hm. Lass uns mal bei den Jungen bleiben, Anton. Da wird ja in der Presse, kommen ja regelmäßig Schlagzeilen in der Tagespresse oder den Nachrichtenmagazinen, die die Jungen als das neue schwache Geschlecht bezeichnen. Ne? Die Jungen sind das neue schwache Geschlecht, laufen immer hinterher, sie haben mehr Schwierigkeiten in der Schule. Es gibt ja tausend Sachen irgendwie, die man den Jungen nachsagt. Kannst du sagen, was dem Ganzen so zugrunde liegt, auch aus deiner Sicht als Jungen-Experte jetzt? Warum haben Jungen so einen schlechten Ruf eigentlich, muss man sagen? Das weiß ich selber nicht ganz genau, warum sie diesen schlechten Ruf haben. Ich vermute, also, weiß ich, ich arbeite ganz, ganz viel mit Jungs, als jungen Coach und in den Camps, also als Coach mit, ich bin Kinder- und Jugendcoach und habe mich auf Jungs spezialisiert, weil eben Jungs in meiner Welt was anderes brauchen als Mädchen. Und in den Camps, in den Urlauben sind ja auch 500 Jungs dann, mit denen ich zu tun habe. Und ich weiß dann tatsächlich, ich lese das natürlich auch, ne, diese Schlagzeilen und so weiter. Aber warum sie diesen schlechten Ruf haben, das kann ich tatsächlich nur vermuten. Ne. Zum einen passen sie natürlich, sind sie oft weniger, ich versuche immer dieses immer und dauernd, diese Verallgemeinerungen zu vermeiden. Sie passen oft weniger gut ins System. Wenn man jetzt zum Beispiel das System Schule sich anschaut, da geht's um Stillsitzen. Jungs sind gerade ab der Vorpubertät, so mit 10, 11, sind das Bewegungswunder. Die müssen sich bewegen. Das ist ganz tief in drinnen drin. Wenn sie sich dann aber bewegen, dann passt das nicht so wirklich ins System. Ne? Und mein Sohn zum Beispiel lernt am besten, indem er rumläuft. Ne? Wie so eine Wildkatze in einem Käfig. Da hat er seinen Zettel in der Hand und dann lernt er Vokabeln, aber ruckzuck. Ne? Wenn er still sitzen muss, dann tut er sich einfach schwer. Ja. Und ich glaube auch, die Frage ist, sind das dann alle Jungs oder sind das Ausnahmen? Auf was fokussiert man sich? Ja, weil es gibt genauso die Jungs, die super in der Schule sind, die top sind. Auch die PISA-Studie
belegt. Es gibt auch Statistiken, dass Jungs einfach früher mehr Schulabbrecher und so weiter sind, klar. Aber die PISA-Studie als solche belegt, dass da nicht so extrem viel Unterschied ist. Ne? Dass die Jungs zwar in Mathematik besser sind, aber dafür in Sprache ein bisschen schlechter. Aber die gleichen sich mittlerweile auch wieder an. Und ich denke, es ist die Frage, wie sehen wir die Jungs selber? Wie schauen wir drauf? Und wie sehen die Jungs das? Aus der Sicht der Jungs, ne? Was ich ganz viel mitbekommen habe in diesem Winter, ist, dass das Selbstwertgefühl von Jungen, dass es da noch Handlungsbedarf gibt. Dass sie einfach sich, ja, das kommt wahrscheinlich daher, dass sie einfach, wie viel sind sie sich wert, ist ja da die Frage dahinter. Hinter dem Selbstwertgefühl. Wie viel bin ich mir wert, muss der Junge sich fragen. Und das sieht er und erkennt da, wie viel bin ich anderen wert? Wie viel bin ich den Lehrern wert? Wie viel bin ich meinen Eltern wert? Und ich denke, dass das einfach, wenn man sieht, dass das Selbstwertgefühl der Jungs einfach nicht so gut ist, wenn er sich nicht raustraut, wenn er keine Freunde findet, dann ist das zwar Gefahr erkannt, aber nicht Gefahr gebannt. Was glaubst du, woher kommt denn diese Art von Stigmatisierung einerseits? Und meine zweite Frage wäre, was ist da mit dem Selbstwertgefühl passiert? Auch da, wo ist der, wie sagt man, des Pudels Kern, dass sich das so schlecht entwickelt? Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Gründe. Ne? Also gerade in der Pubertät ist es so, dass Jungs sich oft selber nicht mögen, wie sie ausschauen und so weiter. Oder häufig oder auch manchmal. Ich glaube auch dass man den Jungs oder den Kindern generell einfach zu viel abnimmt. Ja? Dass sie ganz wenig selber machen dürfen. Dass sie keine Fehler machen dürfen. Das hat ganz viel damit zu tun, weil zum einen lernt man natürlich aus Fehlern und Niederlagen. Auf der anderen Seite fehlt da im Gefühl ganz tief drin auch das Vertrauen, dass die Eltern dann sagen, okay, hey, ich glaube, du kannst das. Das ist in Ordnung, auch wenn du einen Fehler machst. Und da wird den Kindern auch ganz viel aus dem Weg geräumt, von vornherein schon. Dass sie dann einfach eine Herausforderung haben, auch Sachen tatsächlich selber in die Hand zu nehmen und zu tun. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das ist so ein Segelturn für Vater und Sohn in Kroatien. Ne? Und da geht es eben um Verantwortung übernehmen. Und wir gehen da tatsächlich so weit, dass die Jungs so nach dem zweiten, dritten Tag das Schiff bekommen. Das heißt, der Skipper, ich habe da einen Skipper gefunden, der seine 250.000 Euro Yacht tatsächlich den Jungs übergibt. Ja, dass er sagt, so Jungs, ihr habt vorher gelernt oder gestern oder vorgestern gelernt, wie man Knoten macht, wie man Segel setzt, wie man halst und wendet, wie man navigiert. Da ist der Punkt auf der Karte, da wollen wir hin. Und dann stehen die da, ja, und sagen die, okay, alles klar, und jetzt? Ja, jetzt macht ihr das. Komplett. Wir halten uns raus. Wir müssen den Vätern die Augen verbinden, weil die so Angst haben. Ne? Manche müssen wir sogar fesseln. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ne? Und so können sie praktisch Verantwortung übernehmen, real erleben. Und natürlich passieren Fehler, dass der Mast plötzlich ausschlägt und solche Sachen. Aber das ist dann alles einkalkuliert und sie lernen dadurch einfach. Marco, sorry, kurz, ganz kurz noch. Ich hatte vor kurzem mit meinem Sohn auch die Situation. Jetzt haben wir in unserem Hauseingang in unserer Nachbarschaft ganz oben zwei ältere Kinder wohnen. Und unser Sohn, der ist fasziniert von den beiden, ne? Also Jüngere von Älteren, und er sucht immer den Kontakt und möchte immer gerne, dass sie runterkommen in unseren Garten zum Trampolinspringen. Und er traute sich aber bis heute nicht alleine hoch, ne? Ist einfach nur Fahrstuhl rein, fünfte Etage, und dann klingeln, fragen, kommt ihr mit runter? So, und ich habe immer gedacht, bin ich zu hart, wenn ich versuche, ihm beizubringen, du schaffst das alleine, du kannst das auch alleine. Wenn du das möchtest,
gehst du da einfach rein in den Fahrstuhl und fährst hoch. Und er hat es wirklich am Sonntag das allererste Mal gemacht, alleine. Und ist hochgefahren und ist runtergekommen und hat gestrahlt. Und ich habe ihn auch, ich habe gesagt, ich bin wahnsinnig stolz. Toll, dass du das gemacht hast. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, bin ich zu hart, wenn ich immer wieder insistiere, nein, mach das selber. Du kannst das selbst. Das weiß ich ganz genau. Also ich habe ein schlechtes Gewissen irgendwann gehabt. Also ich glaube, dass das genau richtig ist. Ich denke, dieses du kannst das, das damit zeigst du ihm doch dein vollstes Vertrauen, wenn du ihm sagst, du kannst das. Und klar ist das eine Überwindung. Ja? Klar ist das eine Stresssituation. Aber du hast ja selber gesagt, dass er runterkommen ist, hat er gestrahlt. Was meinst du, wie stolz er da war? Dieses Ding, diesen Aufzug, den er normal wahrscheinlich, weiß nicht, wo ihr wohnt, aber oft, als wir in Köln gelebt haben, durften unsere Kinder nicht alleine mit dem Aufzug runterfahren, weil wir einfach nicht wollten, dass die irgendwo im Haus sind. Na? Das heißt, wir sind immer mitgefahren. Das heißt, so Aufzug ist was Gefährliches. Na? Vielleicht im Kopf der Kids. Und aber rauf durfte er zu seinen Freunden. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe es gebraucht hat, aber damit hast du ihm gezeigt, dass du ihm extrem viel zutraust. Vertrauen gezeigt. Ja. Und ihm auch Verantwortung übergeben. Das ist ja auch cool. Ja. Verantwortung ist ja was ganz Besonderes, weil zum einen steckt da das Wort Antwort drin. Das ist ja im Englischen noch viel cooler. Da heißt Responsibility. Also die Fähigkeit zu antworten. Das heißt, es braucht ja immer zwei. Ja. Also der eine, der die Verantwortung abgibt. Und da scheitert sehr häufig, dass Eltern dann zwar die Verantwortung sagen, übernimm doch endlich mal die Verantwortung. Aber dann machen sie es doch wieder selber. Und einer, der die Verantwortung annimmt. Na? Und beides ist mit Angst verbunden. Beide haben Angst. Wenn das jetzt, reden wir jetzt nicht davon, dass du die Verantwortung hast, den Müll runterzutragen. Da ist jetzt wahrscheinlich eher Unlust statt Angst. Aber wenn man sagt, du steuerst jetzt das Schiff, ich weiß auch, dass der Skipper Angst hat, weil er die Verantwortung übergibt. Und die Jungs haben echt eine Menge Angst. Die Väter sowieso. Ja. Und das dann, und denen dann einfach zu sagen, okay, hey, ich überwinde meine Angst und gebe die Verantwortung ab oder die Unsicherheit. Lassen wir mal Angst einfach weg. Das muss nicht unbedingt sein. Aber so dieses, wird das funktionieren? Das ist Verantwortung übergeben. Und dann einfach zu sagen, okay, ey, es kann ja passieren, dass da echt Scheiße passiert. Na gut, wenn 250.000 Euro Yacht dann in den Hafen rein donnert und noch andere 10 andere 250.000 Euro Yachten beschädigt, das ist dann, naja, jetzt lachen wir drüber oder ich, aber das ist dann in dem Augenblick sicher nicht lustig. Aber wenn der dann vergisst, bleiben wir beim Müll, den Müll runterzutragen, dann kann ich ihm ja, weißt du, das Schlimmste, was dann ist, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich dir die Verantwortung übergeben, Du machst es nicht, dann mache ich es halt selber. Ja. Das ist gescheitert. Das ruft ja ein Gefühl von Scheitern hervor. Das ist bei beiden gescheitert. Das ist bei beiden, die Mutter oder der Vater, je nachdem, der die Verantwortung übergeben hat, ärgert sich. Ja, der macht das nicht selber, dem kann man nichts zutrauen und so weiter. Und der Sohn sagt, okay, ich wollte es jetzt nicht jetzt machen, aber okay, du traust mir das nicht zu, dass ich das mache. Okay, ich würde ganz gern, Anton, nochmal auf die Defizite eingehen, die du vorhin angesprochen hast bei den Jungen. Und dass sie ja auch eine gute Unterstützung in ihrer Entwicklung benötigen. Wer kann denn bei Jungen am besten diese Entwicklung unterstützen? Und wie geht das bestmöglich? Sind das die Lehrer oder Lehrerinnen oder Mitschüler oder Coaches? Wen braucht ein Junge an seiner Seite für die optimale Entwicklung? Ich würde sagen, alle, die irgendwo mit ihm zu tun haben. Also das sind natürlich die Lehrer, das ist sein gesamtes soziales Umfeld, das sind die Eltern, das sind die Geschwister, das sind seine Freunde, das ist die Peer Group. Also das gesamte Netzwerk unterstützt bei seiner Entwicklung. Ob das jetzt eine positive Unterstützung ist oder eine Und Unterstützung ist natürlich positiv besetzt, aber beeinflusst auf jeden Fall bei der Entwicklung. Mhm. Ja. Und wie wichtig sind da auch männliche Vorbilder? Weil das wird ja oftmals auch in dieser schwachen Geschlechtsdiskussion moniert, dass es einfach zu wenig männliche Vorbilder gibt in den Kindergärten, in den Grundschulen, auch in den weiterführenden Schulen, ist ja Männer oft Mangelware.
Genau. Also männliche Vorbilder werden ab der so mit 10 Vorpubertät, mit 10 bis zum Abschluss der Pubertät sind die ganz, ganz wichtig. Natürlich schauen Jungs auch in den Kindergärten schon, wie verhält sich ein Mann. Also dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, das beobachten die ganz genau. Ja. Und da gibt es einfach auch in der Art und Weise, wie Kindergärtner und Kindergärtnerinnen mit den Kindern reden, einfach auch Unterschiede. Ja. Und das können die so und auch daheim zwischen Vater und Mutter einfach sehen, okay, ein Mann ist anders als eine Frau. Ja. Männliche Vorbilder sind ganz, ganz wichtig. Also ich denke, es gibt keinen Jungen, der weiß, wie Männlichkeit funktioniert, von sich aus, intrinsisch. Ja. Und ich denke, das sind männliche Vorbilder absolut wichtig und die suchen sie sich sowieso. Ja, wenn der Vater nicht verfügbar ist, was ja häufig der Fall ist, dann schauen sie halt in den Medien. Dann gibt es irgendwelche Filmstars, Rockstars und so weiter, die sie einfach als männliche Vorbilder verwenden. Das Problem dabei ist, dass wir als Eltern dann nicht wissen, was die ihnen erzählen. Ja. Also wenn der Vater jetzt sagt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock auf meinen Jungen oder ich habe keinen Zugang zu meinem Sohn oder ich will mit ihm nichts zu tun haben oder was ja alles vorkommt, dann weiß man einfach nicht, auf welche männlichen Vorbilder greift er dann zurück. Und ab einem bestimmten Alter wird die Peer Group wichtig, also die Gruppe der Gleichaltrigen, da wenden sich die Jungs dann langsam oder alle Kinder dann langsam vom Elternhaus ab, entdecken neue soziale Netzwerke und dann sind dort die männlichen Vorbilder. Ne? Das sind dann die, weiß nicht, die coolen 15-, 16-, 17-Jährigen und so weiter. Und ja, ich sage halt, bis dann sollte der Vater seinen Job gemacht haben. Ne? Nach Möglichkeit. Und gibt es da eine bestimmte Art und Weise, wie ein Vater seinen Sohn bei dieser Entwicklung unterstützen kann? Also ich denke vor allem so ein bisschen auch an das Aufbrechen gewisser Alterkonventionen vielleicht auch oder Veränderungen, die sich gesellschaftlich jetzt einfach durchziehen. Ne? So geschlechterspezifisch gewisse Rollenmodelle, die wir in der Vergangenheit irgendwann übernommen haben und die jetzt gerade sehr in Debatten quasi auch stehen. Und wenn du hast ja gerade gesagt, dieses Beobachten, dass die Kinder und auch die Jungs ihre Eltern und ihre Väter beobachten, dann bedeutet jetzt ja eigentlich eins, du solltest dir echt überlegen, was du tust, wie du es tust und was du sagst und wie du es sagst. Genau. Ja, weil die Eltern sind Vorbilder. Und die Kinder lernen durch Nachahmung. Das heißt, sie schauen, okay, wie verhält sich der Vater der Mutter gegenüber? Leiten daraus ab, dass sich Männer Frauen gegenüber so verhalten. Und wie du sagst, dass diese Rollenbilder langsam aufbrechen, das ist auch gut. Ja. Also prinzipiell ist es so, wie du sagst. Ne? Also es ist natürlich stressig, sich dauernd bei jedem Schritt und jedem Wort zu überlegen. Ist das jetzt richtig, was ich mache und so weiter? Also da werden ganz viele Fehler auch mit Sicherheit passieren. Das ist auch mit Sicherheit absolut in Ordnung, diese Fehler auch so zuzulassen. Und damit kann ein Kind und ein Junge mit Sicherheit auch umgehen. Ja. Anton, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, auch über Men's Health Dad, hatten immer mal wieder Kontakt und du hast ja schon immer gesagt, wie wichtig es ist, dass Väter oder Eltern generell lernen, ihre Söhne zu verstehen. Also das ist ja eine große Herausforderung, vor der man da steht. Wie macht man das? Gibt es da einen Trick? Wie versteht man seine Söhne am besten? Ein schwieriges Thema, finde ich, und auch eine schwierige Aufgabe. Es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ja, wie versteht man seine Söhne? Also zum einen, wie sieht die Welt aus der Sicht deines Sohnes aus? Was sind seine Herausforderungen? Was sind seine Freuden? Wer sind seine Freunde? Na, dann habe ich schon mal einen Paradigmenwechsel vollzogen. Das heißt, ich sehe schon mal, okay, alles klar, die Welt aus der Sicht meines Sohnes sieht anders aus
als wenn ich nur auf meinen Sohn blicke. Ne? Und verstehen und umgehen, ich sag, Humor ist einfach wichtig. Ich habe jetzt gerade eine Mutter, die ich begleiten darf mit ihrem Sohn. Und ja, ich finde, die ist ziemlich humorlos. Ne? Also da ist alles sehr, sehr, sehr ernst. Also man, eigentlich, ich habe ja so ein Beispiel, weil sie gesagt hat, ja, mein Sohn, wenn ich zu denen ins Zimmer gehe, dann das ist so eine Katastrophe. Ne? Und, was ich da alles immer rausnehmen muss und dann futtert der da drin und dann liegt das da rum. Das kennen Eltern von Pubertierenden wahrscheinlich. Ne? Und ich habe gesagt, ob sie das macht, ist eine andere Frage, aber du kannst dir ja vorstellen, wenn du in das Zimmer von deinem Sohn gehst, dass das so ist, wie wenn du zu Ikea gehst. Ne? Du willst nur kurz mal reinschauen und rauskommst dann mit 5 Tassen, 8 Tellern, 3 Handtüchern und eine ganze Menge Krimskrams. Ne? Und dann hat sie mal gelacht und gesagt, das kann ich doch so nicht sehen. Sag ich, doch, probier's doch einfach mal. Ja? Und ja, oder wundern, über den Sohn auch wundern und über seine Entwicklung und jetzt nicht wundern, wie viel Bier er trinken kann mit 14 oder wie viel wie schnell auf 180 ist, sondern einfach wundern, was das Leben so gibt, wie er sich entwickelt, wie er sich sucht gerade. Na, das ist ja ein wundervoller Prozess auch, diese Pubertät, weil meistens fangen da die Herausforderungen an praktisch. Na. Ja, und Das bringt mich zu einer sehr philosophischen Frage, die sich wahrscheinlich jetzt nicht in diesem Rahmen auch in irgendeiner Form ansatzweise erklären lässt, aber ich probiere es trotzdem mal. Wie sieht es tief im Inneren bei den Jungs so aus? Dafür ist Flo sehr bekannt. Das stimmt nicht. Dann, ich denke mal, es sieht bei jedem Jungen tief im Inneren mit Sicherheit anders aus, je nachdem, in welchem Umfeld er sich bewegt, welche Erfahrungen er bis jetzt gemacht hat. Bei vielen Jungs ist es nach außen hart und innen ganz zart und weich und verletzlich. Ich finde, viele Jungs sind auch suchend. Ich habe viel mit Jungs ab 11 zu tun. In den Camps, in den Abenteuern sind sie ab 7 bis 11, so das sind die erste Gruppe, und dann geht's ab 12 geht's dann weiter. Und gerade wenn sie dann so 12, 13, 14 sind, dann sind sie wirklich, wirklich suchend. Dann suchen sie männliche Vorbilder, suchen ihren Platz in der Welt. Überprüfen auch den Vater, wie sind seine Werte, stimmt das alles? Und sie wollen einfach auch verstanden werden. Das ist immer wieder, wie ticken Jungs, die Frage, die vorher war. Das heißt, ihre Welt, wie sieht die aus? Es gibt ja diesen indianischen Spruch, wo man sagt, beurteile niemanden, bevor du nicht 100 Meilen in seine Mokassins gegangen bist. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man sagt, verstehe den Jungen, der vor dir sitzt. Ne? Und sie wollen auch anerkannt werden, das ist ganz klar. Dafür, dass es in Ordnung ist, ein Junge zu sein, aber auch für das, was sie tun. Und das sind Kleinigkeiten auch schon wichtig. Ne? Wenn dein Sohn Flo da mit dem Aufzug rauffährt, das ist durchaus mal eine Anerkennung und ein Bezeugen von Stolz auch mit Sicherheit wert. Ich finde das eine total schöne Sache. Oder wie sagt man im Schwabenländle, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ne? Dann sage ich, ja, du kannst ihm aber auch mal sagen, weißt du, und zeigen, dass du echt stolz auf deinen Sohn bist. Und das sind so, ja, das sind wahrscheinlich so die wichtigsten Sachen auf deine philosophische Frage, was denn so tief im Inneren der Jungs los ist. Eine kleine Schlüssellochperspektive. Ja, bisschen mehr, oder? Ja, schon, na klar. Anton, wir sprechen jetzt schon 30 Minuten und ich bin total stolz darauf, dass wir in diesen 30 Minuten
es geschafft haben, das Wort Corona auszuklammern, was normalerweise in unserem Podcast immer sehr viel früher drankommt. Nichtsdestotrotz. Du hast es gesagt, genau, Marco. Du hast das C-Wort. Nichtsdestotrotz gesagt. Will ich diesen Podcast nicht beenden, um wenigstens einmal auf die aktuelle Situation, sprich auf die Corona-Situation zu sprechen zu kommen. Also die Frage ist, was macht eigentlich die aktuelle Krise mit den Jungs? Wir haben ja schon von dir gehört, dass die Jungs schon vor Corona in einer Krise waren, aber jetzt kommt auf die Jungs-Krise noch eine weitere Krise. Wurde das noch verschärft, wie viele Sachen in dieser Krise verschärft wurden? Und gibt es vielleicht einen Unterschied auch bezüglich des Alters der Jungs bei der Frage? Ich persönlich glaube, dass gerade die Kinder und Jugendlichen die größten Leidtragenden dieser Krise tatsächlich sind. Ja, abgesehen von den Menschen, die im Krankenhaus sind und so weiter. Weil im Grunde genommen ist das gar nicht, oder ist die ganze Krise ja gar nicht ihr Problem. Ja, sondern es wurde, die können sich nicht oder schlecht anstecken, die sind nicht die absoluten Leidtragenden der Krise als solches oder des Virus. Aber trotzdem müssen sie zu Hause bleiben, damit sie keine älteren Menschen anstecken. Das heißt, sie bringen schon die größten Opfer, sehr, sehr große Opfer. Und die Kinder und Jugendlichen oder auch die Jungs, die haben im Wesentlichen drei Herausforderungen oder drei Bereiche, in denen sie Menschen treffen können, zum Beispiel. Das sind ihre sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel in der Schule. Da treffen sie ihre Gleichaltrigen. Dann ist es die Familie, da treffen sie andere Menschen. Und es ist der Freunde, Vereinsleben und so weiter. Und zwei von diesen wichtigen Bereichen sind ihnen weggenommen worden. Das heißt, sie durften keine Freunde treffen, sie durften nicht in die Vereine, sie durften keinen Sport machen in der Gruppe. Und sie durften nicht in die Schule. Das heißt, es blieb nur die Familie übrig. Ja, dass es da kracht, ist klar, oder? Das ist ja vollkommen klar. Und in allen Familien oder in ganz vielen Familien sind auch so bestimmte Ängste da oder waren Unsicherheiten in jedem Fall da am Beginn der Krise, letztes Jahr im März. Und das sind ja, wenn das in der Familie auch kommuniziert wird, dass da wer weiß, was da passiert und wir müssen eine Maske tragen und wie soll das weitergehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die Kinder natürlich auch mitbekommen haben und die Jungen auch mitbekommen haben und mit denen sie aber nichts anfangen konnten. Das heißt, es sind so subtile Ängste und Herausforderungen und Unsicherheiten im Raum, wo sie nichts bewegen können und wo sie auch nichts damit anfangen kann. Und das macht natürlich was mit dem Kind. Na, das ist klar. Und ja, wie ich gesagt habe, ich bin der Meinung, dass unsere Kinder einfach schon am meisten zurückgesteckt haben in der ganzen Krise. Ja. Und vom Alter her, ja klar, ich glaube, ein Kind bis 9, 10 Jahre oder ein Junge bis 9, 10 Jahre hat sich da wahrscheinlich ein bisschen leichter getan, logisch, in der Schule vielleicht ein bisschen schwerer mit dem Homeschooling, aber wenn er sich da reingefunden hat und die Lehrperson auch ein bisschen einfühlsam war, dann wird das wahrscheinlich schon gegangen sein. Aber spätestens so ab 12, 13, 14, wenn die Gleichaltrigen, die Peer Group wichtig ist, und zur Entwicklung auch wichtig ist, um Konfliktfähigkeiten zu erlernen, die Stellung im sozialen Gefüge zu finden unter Gleichaltrigen. Ne? Da gibt's ja bei den Jungs gibt's ja Machtkämpfe, da gibt's ja Leitwölfe. Und wenn das alles nicht möglich ist, wenn die praktisch keine sozialen Netzwerke als solches haben, außer die Familie, dann fehlt da ganz deutlich was. Also wenn ich zurückdenke, so 13, 14. Das war das geilste Jahr meines Lebens, dieses Alter, ja, 14, 15. Und wenn das ein ganzes Jahr oder noch länger gestohlen wird, nicht gestohlen, das stimmt nicht, ich stehe hinter Maßnahmen, stehe ich einfach, ja, weil es einfach notwendig ist. Aber es ist nicht gestohlen, aber es fehlt. Fehlen tut's. Gibt es da, kurz bevor ich auch nochmal auf unsere Spotify-Frage zurückkomme, aber meine letzte Frage dazu wäre, gibt es oder braucht es dann jetzt erstmal für die Zeit, ich spreche jetzt mal ganz optimistisch, für die Zeit danach, eine bestimmte
neue Form oder Art der Betreuung oder auch des Auffangs jetzt erst einmal? Also kommt da, wird da Arbeit auf uns zukommen? Verallgemeinert gefragt. Da sind sich die Forscher auch nicht einig. Also man weiß, mittlerweile hat man im Januar hat die Diskussion begonnen, dass es ja auch noch Kinder und Jugendliche gibt, die von der Krise tatsächlich betroffen sind, dass bestimmte soziale Einrichtungen, psychotherapeutische Einrichtungen, Coaching-Einrichtungen komplett überlaufen sind, bestimmte gar nicht aufsperren dürfen. Also da wird mit Sicherheit etwas auf uns zukommen. Da bin ich absolut überzeugt. Ich weiß zwar nicht was, wird vielleicht auch Vorteile haben, dass sie einfach medienaffiner sind, jetzt auch die Lehrpersonen und so weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, welche Auswirkungen das tatsächlich in diese Corona-Generation, welche Auswirkungen das auf die Corona-Generation tatsächlich haben wird. Das, was sein wird, das ist klar. Hoffen wir das Beste. Jo, hoffen wir das Beste. Jetzt brauchen wir einen optimistischen Abschluss. Ja, um raus aus diesem philosophisch-pathetischen Tief zu kommen. Deine Aufgabe, Flo. Ja, Spotify hatte ich ja schon mal, ich habe es ja schon angekündigt. Wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die wir von Folge zu Folge erweitern. Und wir möchten dir die Möglichkeit geben, oder du hast die Möglichkeit, dir einen Song zu wünschen, den wir dann für die Veröffentlichung dieser Folge sozusagen parallel dann da hinzufügen. Ja. Ich liebe Contra K. Weiß nicht, kennt ihr das? Contra K. Nee. Okay. Dann hörst du an. Ja, er hat ja einen Marco Sohn. Marco lächelt, der kennt's. Ich nicht besonders gut, aber wir hatten ihn schon mal im Heft. Okay. Dein Sohn wird sicher Contra K kennen. Wenn er ein bisschen Deutschrap hört und mein Sohn hat mir das mal empfohlen, diese Contra K. Und da gibt's ein ganz, ganz starkes Lied von dem. Das heißt, Erfolg ist kein Glück. Und ich finde das so stark, dass ich das auch meinen Coaches als WhatsApp immer wieder schicke und die sagen, kenn ich schon. Okay, aber hör das mal ganz bewusst an, Junge. Dann da steckt echt viel drin. Und das ist mein Spotify-Beitrag zu der Dance-Playlist. Okay, und scheinbar auch dein Credo für deine Arbeit, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so ein bisschen. Ja, auch. Na, da kommt auch zum Beispiel, ich mag auch die Toten Hosen zum Beispiel, steh auf, wenn du am Boden bist, aber das ist schon ein bisschen schwer. Und deshalb auch ein Credo oder von Sido gibt es auch Grenzenlos. Das ist auch ein total toller Song, wenn man genau reinhört, der einem ganz viel mitgeben kann. Aber für die Playlist nehme ich Erfolg ist kein Glück von Contra K. Okay, super. Kommt auf die Spotify-Playlist der echten Papas, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast, 14-tägig, ne? Am besten abonnieren, ganz schön auch bewerten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sternen und uns gerne Feedback schreiben, wenn ihr noch eine Frage habt. Apropos Fragen, wenn die Hörer eine Frage bezüglich deiner Person haben, wie erreicht man dich am besten, Anton? Du bist ja sehr umtriebig auch im Internet. Ja, also die Reisen sind auf manners.com. Na? Also die Urlaub für Vater und Sohn Reisen, die sind auf manners.com. Und die Tipps und Tricks zum Umgang mit Jungs und verschiedene Situationen aus dem Coaching-Alltag, die sind auf boys-up.de. Genau, und die Website ist sozusagen druckfrisch, oder? Die gibt es noch nicht so lange. Die habt ihr jetzt, glaube ich, in der Krise gerade ins Leben gerufen. Genau, die haben wir in der Krise ins Leben gerufen und die wird auch fleißig gefüttert. Und im September kommt mein Buch raus. Das heißt, wir sind sehr umtriebig, wir tun sehr viel und das Ganze mit mega viel Spaß. Das ist das Wichtigste. Genau. Man kann uns ja auch eine Mail schreiben, wenn man das alles richtet an podcast@echtepapas.de. Kann man uns Kritik hinterlassen. Man kann uns Anregungen, Themenanregungen, Gesprächspartner, Ideen, was auch immer, oder auch einfach nur ein Smiley schicken. Freuen wir uns auch. Man kann schreiben. Und Marco, mir fiel gerade ein bei der Playlist. Darf ich mir auch ein Lied wünschen? Weiß ich nicht, ob das uns jetzt nicht aus dem Konzept bringt. Ich meine, Anton hatte ja schon drei Lieder heute. Jetzt willst du noch ein Lied. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein, Flo. Herr Mel, wünsch dir heute ein Lied. Wie?
Okay, wir sprechen später über das Zählen, ja? Ich wünsche mir von The Cure, Boys Don't Cry, auch ein schönes Lied mit viel Geschichte, und das war mir okay, jetzt nochmal wichtig. Super, also heute danke. Zwei Lieder auf der Spotify-Playlist des Papas. Ja, einfach mal runterladen und in zwei Wochen vielleicht wieder die neueste Folge unseres Podcasts hören. Und dir, Anton, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst, und du bist wahrscheinlich bald wieder unterwegs mit irgendwelchen Jungscamps. Insoweit schon mal gute Reise und frohes Wiederkommen. Ja, danke. Genau. Danke für die Einladung, und es geht jetzt tatsächlich im Sommer los mit den Jungscamps. Okay. Ja. Super. Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Dann auch bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.